Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Du musst der Kapitän deiner Existenz sein. Manchmal segelst du durch das beste Wetter, manchmal zieht ein fürchterlicher Sturm auf, aber du hörst deshalb nicht auf, der Kapitän zu sein. Diesen Quote las ich in der Zeitung und stolperte etwas über den Satz: Du musst der Kapitän deiner Existenz sein. Kennst du das, wenn du etwas liest und denkst: Stopp, 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 Moment. Ich bin zum Glück nicht der Kapitän meiner Existenz und sofort alles auf Gott abschiebst? Doch eigentlich machen wir es uns doch oft viel zu leicht. Lass mich hierzu einen passenden Bibelvers erwähnen. Das soll dazu führen, dass wir alle eine Reife erreichen. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, doch liest dir diese Passage im Epheserbrief gerne komplett durch. Denn hier werden wir ermutigt, einerseits voller Glauben und Vertrauen voranzugehen, aber auch genau dadurch selbstständige Entscheidungen zu treffen. Und ich sage klar, dadurch, durch diese Beziehung zu Jesus. Der Punkt ist, dass wir oft darauf warten, dass Gott offensichtlich spricht, bis wir uns bewegen. Oder darauf, dass andere uns bestätigen, bis wir den so offensichtlich notwendigen Weg auch gehen. Dabei ist die Bibel ja das Wort Gottes. Du musst nicht darauf warten, dass Gott zu dir spricht, wenn er das ja schon tut. Du kannst also tatsächlich unter seiner Leitung inmitten deines Sturmes selbstständige Entscheidungen treffen, denn Gott möchte, dass du diese Reife erlangst, weil er sich wünscht, dass du mündig wirst, also Verantwortung übernimmst. Gott mutet dir zu, selbstständig voranzugehen, und dabei wird auch immer hinter dir stehen. Wo müsstest du das aktuell tun? Verantwortung übernehmen. Wo wartest du ehrlich gesagt darauf, dass Gott dir ein klares Zeichen schenkt, obwohl du eigentlich schon lange siehst, dass er dich in diese Richtung lenkt? Danke für dich. Von der Hoffnung zum Wunder. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf verschiedene Fragen. Menschen, die von ihren persönlichen Stories mit Gott erzählen und sogar die Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen.